So, hier wurden wir das letzte Mal abgelenkt, würde ich mal meinen. Ja, gut. Dann gehen wir mal weiter zu Volt. Oh! Großer Fehler! Ja? Nee, warte, hier ist die. Ich war sehr nah. Nein, ich will das andere Vieh. Das kann ich gar nicht mehr. Ach, triff doch irgendwas, bitte. Was? Wie stark sind die denn? Ach, guck mal, rechts, links. Ich hasse es. So, hier, wehe, du stirbst jetzt nicht. Was? Was ist hier los? Wie peinlich ist das denn? Ey, ich krieg mit einem kritischen Treffer kriege ich die Blähfliege nicht. Tot? Noch mehr? Oh mein Gott. Warum sind denn hier so viele? Wo ist der McReady? Erzähl mir nicht, dass er schon tot ist. Ach, der ist wieder auf Abstand gegangen. Ja, gut. Verstehe. Nee, komm, hier die vorne, bitte. Hä, hey, das... Na gut, dann die. Was ist das denn für ein Auftakt für diese Folge? Was soll denn das? Das ist sonst doch euer Ernst? Elternde? Elternde? Seid ihr irgendwie speziell krass, oder was? Wie kann das sein? Meine Güte, geht doch. Warum? Was ist hier los? Verdammt, gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Echt? Mir hat das überhaupt keinen Spaß gemacht. Hier ist irgendwo noch so ein Blutkäfer. Moskito. Eine Mücke. Eine Riesenmücke. Für mich sind das ja Riesenmücken. Ich weiß gar nicht, warum das Blutkäfer heißt. Wisst ihr das? Blutkäferrüssel. Was war das denn? Oh mein Gott. Was für eine Sauerei. Ja, peinlich ist das. Das war peinlich. Nein! Jetzt... Ey, der hat einen Stern? Legendärer? Was ist denn hier los? Na, immerhin hat das jetzt richtig funktioniert. Also, was? Was ist hier los? Was ist das denn da? Ein Radio oder so? Das habe ich so noch nie wahrgenommen. Oh, das war... Ja, Leute... Das war Zwing so mich lala. Nicht, diesen wertlosen Müll rumzuschleppen. Nein. Jetzt wein doch nicht. Guck mal, hier ist ein Safe. Yay. Haben die das bewacht? Waren die deswegen so schwer? Ist hier was total Geiles drin? Verdammt. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Was ist das denn für ein... Oh, okay. Echt? Einfach so? Nein? So? So denn? Warte. Das kriegen wir schon hin. Oh. Jetzt wird's aber komisch hier. Was? Also... Ich will in die Vault. Da. Geht doch, meine Güte. Cool. Was zur Hölle ist hier los? Kann mir das mal jemand sagen? Was stimmt mit dieser Folge nicht? Ja, hier ist aber ein bisschen was Cooles drin gewesen. Immerhin. Das finde ich ganz gut. Da. Da ist doch noch was. Da ist noch so viel. Wow! Meine Fresse! Edwins Terminal benutzen! Oh. Okay. Was? Achso, das war ein Holoband? Holoband auswerfen. Ich wollte das... Hey, Moment mal. Ist das jetzt ein Holoband? Oder... Ich habe jetzt einfach drauf gedrückt. Ich war ein bisschen zu schnell. Willkommen, Edwin. Wählen Sie bitte einen Eintrag. 9.7. So rum, ne? Nee. 7.9. tatsächlich. Hä, ist das nicht sonst immer amerikanisch, die Darstellung? Egal.
Bess und ich waren kurz vor Sonnenuntergang drin. Da ist noch alles in einem Stück. Obwohl die Nordseite ein bisschen mehr abgesunken ist. Ich muss es abstützen, wenn ich nächstes Mal in der Gegend bin. Feder? Was? Hä? Es war alles verwüstet, verdammte Raider. Ich werde 1-2 Wochen brauchen, um das wieder zu säubern. Okay, nicht mal lesen kann ich in dieser Folge. 12.9. Ich hab vergessen, wie schön es war, von der Straße zu kommen. Bess scheint sich auch gut einzuleben. Unglaublich, dass schon 10 Jahre vergangen sind. Ich weiß noch, wie Annika die Schrotflinte auf mich gerichtet hat. Ein tolles Kennenlernen. Wir waren wohl beide froh, dass sie nicht abgedrückt hat. 14.9. Heute Morgen haben ein paar Blähfliegen Bess belästigt. Ja, mich eben auch, ey. Ich hab sie verjagt. Widerliche Viecher. Am Nachmittag habe ich einen Schocker aus Teilen des alten Generators gebaut. Scheint zu funktionieren. Ein Stromstoß aus dem Ding, dann kommen die nicht mehr wieder. 15.9. Heute Nacht gab es Sternschnuppen. Ich saß an Deck und habe sie beobachtet. Wie früher. Sie ist jetzt seit 3 Wintern fort. Alles, was mir geblieben ist, sind ihr Medaillon und dieses alte Ding. Sie hat was Besseres verdient. Oh, okay. Ich war beim Fischen, als die Insekten zurückkamen. Blähfliegen oder noch schlimmere Viecher. Ein riesiger Schwarm. Ich habe ein paar gute Schüsse hingelegt. Allerdings ist das Boot gekentert. Ich musste zurückschwimmen. Ich habe sie wohl verjagt, zumindest fürs Erste. Bess hat Angst, aber sie schafft das schon. Wenn das so weitergeht, verschwinden wir sofort morgen früh. Okay, die sind anscheinend wirklich sehr hartnäckig hier, die Viecher. Ich kann das Medaillon nicht finden. Es muss mir aus der Tasche gefallen sein, als das Boot gekentert ist. Ich muss zurück. Das ist alles, was mich an sie erinnert. Das darf ich nicht auch noch verlieren. Okay. Hier ist ein gekentertes Boot. Das ist der Schocker da oben. Okay. Warum hat er die denn eben nicht geschockt, als ich hier war? Mensch. Ah, okay. Weil er nicht an war. Oh, aua, ey. Alter. Wie cool wäre das gewesen, hätten wir das vorher angemacht. Naja, gut. So ist das jetzt. Okay, wir wollten zwar zur Vault, aber ich muss eben nochmal nach dem Boot gucken. Ach, das wird das Boot sein. Das da, oder? Okay, also Stimpack und aufbereitetes Wasser haben wir schon mal. Hier liegen sie. Dass uns jemand beobachtet. Oh. Was fliegt denn da über mir? Noch mehr Blähfliegen? Das klingt nach Blähfliegen. Oh mein Gott. Auf jeden Fall sind sie hier gestorben. Ah! Schnell, schnell, den Schocker, der Schocker. Schnell, Leute, der Schocker. Der Schocker, der Schocker. Alter! Nein! Nein! Geht an den Schocker! Okay, der Schocker, der Schocker, der Schocker! Warum sterben die nicht durch den Schocker? Was soll denn das? Dann ist der Schocker aus? Warum sind denn hier so viele Füllfliegen? Alter! Alter, warum stirbt die nicht? Schon wieder ein legendärer, deswegen. Ah. Meine Güte! Was ist hier los, Leute? Hör doch noch was. Wo ist der MacReady? Wo ist das Vieh? Ich höre das doch noch. Ach, das ist hier festgebackt in der Ecke. Hallo, guten Tag. So. Die haben mir ganz schön zugesetzt jetzt hier, die Viecher. Das ist doch nicht wahr.
Was soll denn das? Oh, guck mal hier. Das hätte ich jetzt sonst nicht gesehen. Immerhin. Meine Güte. Ich kann aber verstehen. Guck mal, die haben hier sogar Eier in der Ecke. Achso, Pimpels. Ich wollte gerade sagen. Weißt du, wenn ihr Eier in der Wohnung habt, seid ihr selber schuld. Gott. Okay, kein Bock mehr auf diesen Ort. Wir gehen weiter. Meine Güte, ey. Sind hier auch Stechfliegenviecher? Was hakt denn hier gerade so? Irgendwie hakt es gerade ein bisschen. Hat das gerade geleckt, Leute? Die Fliegen machen mir alles kaputt. Da war... Das Medaillon wollte ich ja noch holen. Moment. Da war doch... Ich wollte das Medaillon doch holen. Ich wollte doch nach dem Medaillon gucken. Ach so, Wasser trinken. Ich dachte, das wäre gerade... So, also. Edwins Schlüssel. Okay, na gut. Da hätten wir... Hätten wir wahrscheinlich den Dings mit... Den Safe mit aufmachen können. Aber ein Medaillon kann ich hier gerade nicht... finden. Blut im Wasser, okay. Auf dem Boden. Aber ich sehe hier gerade kein Medaillon. Ich dachte, vielleicht wäre das jetzt so voll der... Warte? Nee, es sind Muscheln oder sowas. Okay, Licht bringt mir auch nichts. Ja, Mensch, schade. Okay. Dann suche ich jetzt aber auch nicht weiter. Das wird ja, wenn, dann da sein. Na, also hier irgendwo wäre das ja, hätte das ja gelegen. Na gut. Schnell wieder raus. Schnell weg hier. Ich weiß nur gerade nicht, wo MacReady ist. Na gut. Weiter geht's. Da ist er doch. Wo warst du? Ich glaube, ich nehme mal einen Red Away noch. Und... Damit ich wieder ein bisschen heilen kann, würde ich mal meinen. So. Oh. Automatisch speichern. Alles klar. Immer gut. Jetzt geht's aber endlich zur Vault. Endlich zur Vault. Okay. Hier hoch. Wir waren schon lange nicht mehr in der Vault. Ich glaube, das letzte Mal auf Fahrhaber. Ach, da rein wahrscheinlich, okay. Ich will aber trotzdem mal hier draußen gucken, ob es hier was... Vault 81 entdeckt! Ob es hier was zu looten gibt. Nochmal vorher aufs Klöchen vielleicht. Ist so unhöflich, wenn wir da ankommen und direkt bei denen aufs Klo gehen, oder? Okay. Hm. Das war's aber auch, ne? Mentens. Hundefutter in der Dose, yay! Okay, hat sich doch noch gelohnt. Okay. Gut. Dann gehen wir mal rein in die Vault. Bin sehr gespannt, was da drinnen so los ist. Hat irgendwas gegrunzt. Egal. Ah, eine Vault. Als Kind habe ich direkt neben einem Vault gewohnt. Das sind schlimme Erinnerungen, auf die ich gern verzichten würde. Echt? Okay. Was war denn in der Vault daneben? Das ist während des Kampfes nicht möglich? Scheiße, dieses Grunzen da draußen eben. Oder was? Seht ihr, ich kann nichts dafür. Das ist das Spiel, was mich die ganze Zeit hindert. Wo ist denn hier was? Was für ein Kampf? Hier hat doch eben irgendwas gegrunzt.
Was hat denn da eben gegrunzt? Hier hat doch irgendwas gegrunzt. Himpelt. Oh! Da oben. Okay. Das Spiel hindert mich einfach daran. Ich werde es nie in diese Vault schaffen. Komm, hoch da. Was ist denn hier oben? Hallo, guten Tag. Wer hindert mich daran, dass ich in die Vault kann? Hä, jetzt sehe ich auf einmal nichts mehr. Das war aber doch hier oben, oder nicht? Hallo? Guten Tag. Hallo, hallo? Hä? Hier war doch oben gerade was. Was? Jetzt unten? Da! Oh! Oh! Dich kill ich. Bleib hier! Was ist los? Autsch. Na komm schon. Spielzeug außerirdischer. Okay, nein. So. Jetzt aber, Leute. Jetzt. Wo bin ich? Da muss ich hin. Jetzt geht's aber in die Vault. Meine Fresse. Nee, das funktioniert jetzt wieder nicht. So. Herrgott. Hey, ich hatte nie die Gelegenheit, mich richtig für deine Hilfe gegen Winlock und Barnes zu bedanken. Oh! Oh, er redet mit mir. Das ist aber cool. Fertig mit Gunnern? Investition beschützen. Kein Dank notwendig. Kein Problem. Wir sind Freunde. Du musst dich nicht bedanken. Gut. Ich wollte es trotzdem sagen. Du hast deinen Hals für mich hingehalten und so ein Scheiß. Ich meine, so etwas vergesse ich nicht. Fluchen. Nicht deine Mutter. Fluchen macht nichts aus. Es macht mir übrigens nichts aus, wenn du fluchst. Hatte ich auch nicht gemeint. Oh! Es oh geht mein nicht Gott. Um dich. Es geht um ein Versprechen. Als ich das Ödland der Hauptstadt verließ, blieb nicht nur Little Lamplight zurück, sondern auch meine Familie. Hatte eine wunderschöne Frau namens Lucy und einen Sohn namens Duncan. Ihm habe ich das Versprechen gegeben. Ich wollte für ihn ein besserer Mensch werden. Hört sich wohl echt dämlich an von einem Kerl, der beruflich Leute umlegt. Ist nur ein bisschen komisch, weil dir die Augen gerade fehlen. Ich würde lieber in deine Augen gucken, während ich mit dir rede, anstatt in leere Hüllen. Guter Grund zu gehen. Ich würde niemals gehen. Wie konntest du nur? Weiß nicht, was ich sagen soll. Guter Grund zu gehen, natürlich. Du musst einen wirklich guten Grund gehabt haben, sie zurückzulassen. Das sage ich mir auch immer wieder. Ja. Mein Sohn, er ist krank. Ich weiß nicht, was mit ihm nicht stimmt. Eines Tages spielte er in den Feldern hinter unserem Hof. Und am nächsten Tag hatte er Fieber und blaue Pusteln am ganzen Körper. Als ich ihn das letzte Mal sah, war er zu schwach zum Gehen. Ich wollte ihn nicht mitnehmen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie lange er noch durchhält. Ach, er lebt noch! Einen Arzt finden, bittest du um Hilfe? Lass ihn gehen. Nein! Ich möchte helfen! Es muss doch etwas geben, das wir tun können. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ein paar Monate, bevor wir uns trafen, begegnete ich einem gewissen Sinclair, dessen Kumpel sich angeblich irgendeine Krankheit eingefangen hatte. Ich dachte, dass er nur meine Zeit vergeudet, bis er sagte, sein Partner hätte blaue Pusteln. Sie hatten sich Informationen über ein Heilmittel an einem Ort namens MedTech Research beschafft, hatten sogar die Sicherheitscodes des Gebäudes. Leider ist Sinclairs Kumpel gestorben, bevor sie dort einbrechen konnten. Ich meine, das kann doch kein Zufall sein, oder? MedTech ist garantiert der richtige Ort. Sinclair vertrauen? Hofft jetzt nicht zu viel. Kannst du diesem Sinclair vertrauen? Ehrlich gesagt kenne ich ihn so gut wie gar nicht. Aber er hat die blauen Pusteln und die Krankheit seines Partners zuerst erwähnt. Das kann kein Zufall sein. Und auch keine Falle. Das ergäbe keinen Sinn. Wenn Sinclair sagt, dass MedTech Research das Ziel ist, müssen wir dorthin.
Mir fällt sonst nichts ein. Aber wir wollen doch jetzt in die Vault, verdammt! Mit dir stimmt aber irgendwas auch nicht, du. Du verlierst die ganze Zeit deinen Kopf und deine Augen und so. Und deine Haare ist irgendwie strange. Hoff dir nicht so viel. Gib die Hoffnung nicht auf! Das hoffe ich. Gib die Hoffnung nicht auf. Gib die Hoffnung nicht auf. Wenn es ein Heilmittel gibt, werden wir es finden. Danke, ganz genau. Ich markiere MedTech Research auf deiner Karte. Begib dich einfach dorthin, wenn du bereit bist. Ich habe alle Codes, die wir für die Sicherheitsanlagen brauchen. Was du da tust? Noch nie hat jemand so viel für mich getan. Auch wenn es den Rest meines Lebens dauert. Ich werde meine Schuld begleichen. Das schwöre ich. Abgeschlossen. Begleite MacReady. Bring MacReady zu MedTech Research. Auch wenn das gerade voll gruselig war. Hat dieser Bär da oben anscheinend was ausgelöst? Jetzt möchte ich am liebsten dahin, anstatt in die Vault. Aber dann würden wir schon wieder nicht in die Vault gehen. Ich möchte mal eben auf die Karte gucken. Daten. Der lange Weg vor uns. Wo ist das denn? MedTech. Hey, ich hab das doch gerade markiert. Wir müssen aber doch nicht in die Vault, oder? Warte mal. Auf Karte anzeigen. Hä? Moment, liegt das daran, weil wir in der Vault sind? Oder müssen wir in die Vault? Nein. Wir müssen ja in dieses Labor. Das macht ja keinen Sinn. Was hat das Spiel gerade? Stimmt da irgendwas gerade nicht? Tut mir leid, aber ich gehe mal eben ganz kurz raus. Ich möchte gucken, ob das draußen funktioniert. Wir kommen schon noch in die Vault. Keine Sorge. Ich habe auch Angst, aber das vereinigt uns. Okay, es regnet. So, ich möchte mal eben nochmal prüfen, ob das jetzt geht. Auf Karte anzeigen. Hä, ist das strange? Warum schickt er uns immer zu Vault? Der hat doch MedTech gesagt. Was ist denn hier unten so? Hä? Hä? Habe ich das jetzt irgendwie missverstanden? Ich raff's gerade nicht. Er hat doch gerade gesagt, ich markiere das auf der Karte. Markierung platzieren. Kann ich die Markierung hier entfernen? Das ist doch strange jetzt, oder? MedTech Research. Auf Karte anzeigen. Komisch. Wenn es gar nicht anders geht, muss ich mal googeln, wo das ist. Und dann gehen wir da halt hin. So. Oder habe ich das irgendwie schon abgeschlossen oder sowas? Und deswegen zeigt er mir das nicht mehr an. Wäre auch komisch. Oder? Da. Da ist doch MedTech Research. Okay, offensichtlich waren wir da noch nicht. Okay, das, auf jeden Fall haben wir schon mal was, was wir nach der Vault machen. Wir gehen jetzt erstmal zur Vault rein. Wir warten jetzt nicht noch länger, das ist doch doof. Oder? Tut mir leid, MacReady, ich weiß, es ist eilig. Kann dein Sohn noch was warten? Ich meine, du hast uns das jetzt auch jetzt erst erzählt, ja? Okay? Wir wollen alle endlich in die Vault, oder? Ich gehe in die Vault. Ihr findet das auch okay, oder? Ich hoffe schon. So. Endlich in die Vault. Ich freue mich immer. Ich mag das immer, die aufzumachen. Ich finde das super. Vault Door Remote Access. Ready. Los, geh auf. Stehen bleiben.
Wort 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Was? Nicht sagen. Nicht sagen, mach auf. Wort 111. Wort 81? Ja, das muss ich ja nicht fragen. Ich weiß ja, wo ich bin. Ich komme aus der Vault 111. Ich bin mal ehrlich. Ich hab ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Kreuzverhör! Lass mich rein! Ich bin auf der Durchreise, ich will handeln. Kreuzverhör! Soll das etwa ein Kreuzverhör sein? Das nennt sich Protokoll. Was? Meinst du, wir lassen jeden rein? Denk scharf nach. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen. So wie jeder andere auch. Aber echt? Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid. Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Offizier Edwards, den werden wir uns mal merken. Das ist es nicht wert. Ich bin interessiert, ich brauche Infos. Ein Vault-Bewohner helfen? Fragezeichen? Das machen wir natürlich. Wir machen immer diese Sachen. Immer die roten, orangenen oder gelben. Immer. So ziemlich. Aber ich bin auch ein Vault-Bewohner. Könnt ihr mich nicht reinlassen? Entschuldigung, bevor du kamst, hat sie gesagt, dass sie aus Vault 111 kommt. Ja. Sie besitzt ein funktionierender Pip-Boy. Ist das so? Ja, das ist so. Hallo? Noch jemand da? Ich werde es erlauben. Edwards, okay. Öffne die Tür und mach die Durchsage. Ja, öffne die Tür. Offizier Edwards und ich treffen dich am Eingang. Los, geh raus da. Ich will da gucken. Ich will da gucken. Ich will gucken, wie sie aufgeht. Ich liebe das. Mögt ihr das nicht auch? Ich liebe das, wenn die Walls aufgehen. Sprich mit Aufseher Mac. Was? Na, na, na? Na, 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 na? Ich habe irgendwas nur na, 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 na gelesen. Okay, Aufseher, na, 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 na. Wir waren schon lange nicht mehr in der Vault, wirklich nicht. Ich freue mich sehr. Komm schon, Gwen. Meine Leute arbeiten seit Wochen doppelt so viel. Sie brauchen eine Pause. Alle arbeiten gerade sehr hart, Kerl. Denkst du, das weiß ich nicht? Gib einfach dein Bestes. Das ist alles, worum ich dich bitte. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Aber wir wissen beide, dass wir nicht ewig so weitermachen können. Tut mir leid, aber wie du bald sehen wirst, haben wir einige Wartungsprojekte am Laufen. Gwen McNamara, Aufseher, willkommen in Vault 81. Wir haben noch nie einen Bewohner aus einem anderen Vault getroffen. Ist dieser Vault 111, von dem du sprichst, noch funktionstüchtig? Sie ist na. Warte mal ganz kurz, ich muss mal eben... Da. Ich habe ein bisschen Sorge wegen YouTube. Bist du jetzt bereit zu reden? Ja, ich muss das nur eben ausmachen, weil... Wir haben noch nie einen Bewohner aus einem anderen Vault getroffen. Ist dieser Vault 111, von dem du sprichst, noch funktionstüchtig? Nicht mehr. Andere Vault-Bewohner. Das ist ein Grab. Ist verlassen. Ist ein Grab. Er gleicht eher einem Friedhof. Oh, es gibt kaum Überlebende. Himmel, das tut mir leid. Was ist dort geschehen? Kyro-Fehlfunktion. Naja, ob das eine Fehlfunktion war? Eher nicht, ne? Geht dich nichts an? Keine Ahnung. Ist denn die Vault 81 stabil? Vault 81 ist also immer noch stabil? Hattet ihr jemals Fehlfunktionen? Abgesehen von einigen ziemlich großen Wartungsprojekten hatten wir nie Probleme. Ich denke, wir hatten Glück. Wir sind stolz, dass wir den Vault in den letzten beiden Jahrhunderten am Laufen halten konnten. Wir wären gern ganz unabhängig, aber es gibt gewisse Ressourcen, die wir nicht selber bereitstellen können. Die Vault ist beeindruckend, kann ich nicht sagen, habe ich noch nicht gesehen. Isolation ist verrückt. Auf die Außenwelt verlassen. Warum die Isolation? Warum bleibt ihr denn so isoliert? Warum nicht? Wir haben ein warmes Bett, saubere Kleidung, ein festes Dach über dem Kopf. Essen und Trinken sind frei von Strahlung. Wir geben uns nicht mit den Elementen oder den Raidern ab. Hier sind wir sicher und für manche zählen nur Sicherheit und Stabilität. Na gut, kann man auch irgendwo nachvollziehen. Interaktion ist gut, gefährlich da draußen. Sei offen! Neugierig auf die Welt. Bist du gar nicht neugierig auf die Welt? Bist du nicht neugierig auf das Commonwealth und was es zu bieten hat? Natürlich, aber ich bin diesen Leuten verpflichtet und sorge für ihre Sicherheit. Einige ausgewählte Händler versorgen uns häufig genug, um informiert zu sein. Jetzt habe ich aber zu tun. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Ich habe noch Fragen!
Level up. Ich bilde dich nicht darauf ein, dass Aufseher McNamara dich hier reingelassen hat. Du bist nicht der erste und ganz sicher nicht der letzte Mensch von draußen hier. Du bist also Offizier Edwards? Okay, besser nicht. Ich will hier keinen Ärger machen. So, wer bist du denn hier? Du hast hier hinten so komisch rumgemacht. Hallo, Miranda. Schon wieder jemand von draußen? Warum haben sie dich denn reingelassen? Warum bist du denn so zickig? Nicht dein Problem. Sehe ich mich um. Einstellung? Warum so aggressiv? Ich aber traue echt? Leuten von draußen nicht. Wir sind bisher ohne eure Hilfe ausgekommen und wir brauchen sie auch jetzt nicht. Aufseher McNamara hätte den Vault nie für deinesgleichen öffnen sollen. Für meinesgleichen? Ich bin auch Vaultbewohner. Ich komme ebenfalls aus einem Vault. Ist mir egal, woher du kommst. Jedenfalls nicht von hier. Meh, meh, meh. Blöde Kuh. Moment. Bist die nächste auf meiner Liste. Nein, ich lasse es. Ich lasse es. Ich mache es nicht. Ich hätte schon Bock, jetzt hier voll den Ärger anzuzetteln, aber wir lassen das mal. Hallo, guten Tag. Neil. Also haben wir heute neuen Besuch bekommen. Sag jetzt nichts. Aber meine Güte, ich wäre jetzt so gern da draußen. Dann geh doch raus. Du solltest. Warum gehst du nicht? Warum gehst du nicht einfach fort, wenn du gehen willst? Wenn es doch nur so einfach wäre. Den Vault zu verlassen, macht mir Angst. Das Commonwealth, das ist alles so unvorhersehbar. Naja, aber du solltest. Du solltest dir die Außenwelt echt mal ansehen. Hat heutzutage eine Menge zu bieten. Vielleicht irgendwann mal. Und so, wie wir derzeit schuften, wohl eher früher als später. Ja, er schuftet. Das hört man. Warum arbeitest du so lange? Harte Arbeit macht sich bezahlt. Mach mal Pause. Mach mal Pause! Scheiß auf die Arbeit! Echt! Scheiß auf die Arbeit! Scheiß auf die Arbeit! Mach, was du willst! Du bist gut. Offenbar sind es die beweglichen Teile, wegen denen wir derzeit rund um die Uhr arbeiten. Strukturell gesehen ist 81 wohl noch recht solide. Vault-Tec hat beim Bau dieser Orte keine halben Sachen gemacht. Gut, okay. Ich will dich nicht weiter aufhalten und ich muss wieder an die Arbeit. Vielleicht sieht man sich ja noch. Okay. Also ich wäre... Okay, spannende Arbeit. Schrauben drehen, die nicht vorhanden sind. Alles klar. Wo geht's hier hin? Aufzugtür, entsperren. Ist durch ein Terminal gesperrt. Okay, geht nicht. Alles klar. Ja, Keine faulen Tricks. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh. 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 Was ist lustig? Nochmal. Bom, bom, bom. Keine Anzeichen von Strahlung. Beeindruckend. Ja, ich habe wirklich keine. Ich habe mich eben mit einem Red Array noch geheilt. Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Die hat immer was für dich. Alles klar, cool. Danke für die Info. Wenigstens einer, der nett zu mir ist. Ashes. Oh, Katze. Was machst du denn hier oben? Ashes. Ashes, wo willst du hin? Ashes. Ashes, wo willst du hin? Das wird Aaron nicht gefallen. Hä? Wo geht denn Ashes hin? Was ist denn mit Ashes? Ist Ashes wichtig? Ashes! Warte, bleib hier! Was war das denn? Ansässiger da unten? Ich wollte eigentlich Ashes erschießen, damit wenn die nicht rauskommt. Willst, solltest du Ashes, Marien. Bleib hier! Sie führt das Sunshine Diner im Arm. Oh. Okay. Geht die raus? Okay. Die hat auch keinen Bock mehr hier, Neil. Nimm dir mal ein Beispiel an Ashes, hör mal. Okay. Was? Was? Hallo, guten Tag. Netter Pip-Boy. Geh zu Alexis, wenn er mal Zicken macht. Sie repariert ihn dir. Hä? Nö, alles cool mit meinem Pip-Boy. Was ist hier? Hoffentlich machst du keinen Ärger. Ah, er schon wieder. Okay, gut. Sonst ist hier aber nichts, ne? Nicht zu holen, nicht zu klauen. Also schon, man könnte hier etwas klauen, aber das lassen wir erstmal. Wir machen erstmal keinen Ärger. Wir überlegen wenn du Handel treiben möchtest, solltest du ins Versorgungslager gehen. Alexis hat so ziemlich alles, was man braucht. Alles klar, ich gehe da mal rein und dann gehe ich mal zu diesen ganzen Leuten, die ihr mir da empfehlt, ja? So.